Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanent. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Geht's. So, wir fahren jetzt zum MRT-Termin. Oder was soll ich davon halten? Ich küsse dein Herz, was du mich fragst. Jetzt wird mein Bein untersucht. Dann wissen wir genau, was Sache ist. Haben es dann noch schwarz auf weiß und können dann besser planen. Das ist jetzt der the way to go. Tag 21. Tag 21 ist. Dieser Weg wird kein leichter sein, steinig und schwer. Wie ist Ihr Name? Arda Sachi. Was mache ich hier? Und gucken, dass es läuft. Glaub mir. Arda ist, glaube ich, mental gerade sehr, 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 sehr getroffen. Weil ich kenne ihn, ich weiß, wie er tickt, ich weiß, wie das, was das gerade mit ihm macht. Aber wir wissen alle, dass Arda ein Krieger ist und er sich von sowas nicht unterkriegen lässt. Damit du wieder los. Boah, Bruder, er humpelt ja schon. Er humpelt ja schon fast beim Gehen. Sweetie, was geht? Und? Ja, ich weiß auch schon. Also ich weiß schon ein bisschen was, aber mal gucken, was er jetzt sagt. Wir hören einfach mal rein. Warst du in der Röhre? Flashbacks. Delay Sports hat ein Trainingsvideo gemacht mit 50 Spielern, das kenne ich gar nicht. Wegen Schienbeinen leben? Flashbacks, kein gutes Gefühl. Nicht spoilern bitte, Chat. Was hast du auf den Kopfhörern? Nichts, einfach nur so. Damit es nicht so laut ist, wenn uns sehr, sehr laut da drin. Es ist einfach nur ein bisschen Geräusche dämmt. Überspannt gerade, ja. Das folgende Ärztegespräch wurde mit einer KI-Stimme sinngemäß nachgesprochen. Das Problem liegt am Knochen- und Wadenbein. Und im Schienbein, da ist ein Bluterguss. Das ist so die Vorstufe von einem Bruch. Man sieht da auch schon so eine leichte Haarlinie drin. Das ist ein Belastungsbruch. Also der Knochen ist da deutlich angegriffen an der Stelle. Das kommt durch diese Belastung. Und auch, was die Kollegin vermutet hat, die sie überwiesen hat, dass praktisch da vorne die Sehnen so einen Reizzustand haben. Das ist auch der Fall. Wie lange sie das ruhig stellen müssen, das müssten sie nochmal mit den orthopädischen Kollegen ausmachen. Jetzt laufen. Aktuell ist ungünstig, weil es ist zwar noch nicht richtig gebrochen, aber man muss sich vorstellen, das ist die Vorstufe davon. Und wenn an so einer Stelle mal ein Bruch ist, dann ist das wirklich so das Schlechteste, was sein kann. Das ist ein Ödem eigentlich. Genau, das ist ein Ödem. Okay, jetzt kann ich es euch sagen. Ich wusste das schon vorher. Aber wie gesagt, ich war nicht irgendwie in der Lage, das irgendwas zu sagen. Jetzt hört ihr es. Ich wusste es auch schon beim letzten, also wo wir reacted hatten, hatte ich mit ihm geschrieben gehabt.
Aber ich dachte, durfte es halt nicht sagen, ist ja klar, weil es ist erstens nicht mein Recht und es geht um Arda. Hart, sehr, sehr hart. Naja, wir müssen mal weiterhören, was jetzt passiert. Meinungen reinholen, Bildern gucken, dann sehen wir weiter. Ja. Gucken wir mal. Ey, ist der Riss arg und du sagst, es könnte ein Risiko sein, oder du sagst, ach, das ist nur ein kleiner Haarriss. Genau, ja. Und dann... Was macht denn dein Bein jetzt? Die Klinik, also das Befinden ist ja viel wichtiger als das Bild. Du hast bis 4 Tage, also ich hab... 5 Tage nicht gelaufen und ist das... Tut es weniger weh? Also ich habe, sie meinte, ich habe einen Bluterguss, also mein Meniskus und so ist alles super. Sie meinte, es ist ein Bluterguss an der Innenseite. Also ich glaube, das wirst du auch auf den Bildern sehen. Wir müssen ja auch realistisch denken. Also ich habe ja. noch 2.500 Kilometer vor mir. Wenn ich da am Ende in Portugal mit hängendem Bein stehe und mein Bein ist gebrochen, weil er durchgebrochen ist, dann brauche ich auch nicht anlaufen. Aber wenn du mir... Dann war es das nicht wert, ja. Tja, das ist nicht so ausgeprägt wie das letzte Mal, aber... Was? Ehrlich jetzt, Obito? Wenn ich einen MRT-Termin will, würde ich direkt Montag oder Dienstag bekommen. Safe. Aber das ist halt alles so Kontakte, ne? Ist halt wirklich leider so. Das geht gar nicht. Also ich würde auch ganz schnell bekommen. Safe Montag oder Dienstag direkt. Also ich bin zwar auch privat versichert, aber trotzdem. Du hast ja jetzt bis Porto noch 1.800 oder sowas, keine Ahnung. Ja. Und du musst jetzt durch Gebirge, also bergauf, bergab. Bergab ist tödlich. Ja, jeder Schritt, den du... Aber auch bevor ich privat versichert war, glaub mir, man schafft es, bei mir geht's immer schnell. Bergab macht, der staucht das Schienbein. Und da ist auch schon ein bisschen, also wenn was kaputt gegangen ist. Ja. Also da ist schon was gerissen, ja, sonst gehen die kleinen Blutgefäße nicht kaputt. Und jetzt bin ich beruhigt. Weißt du, wenn du jetzt noch 300 Kilometer hättest bis Porto oder so, würde ich sagen, Zähne zusammenbeißen, Medikamente und durch. Real Talk, Chat. Was würdet ihr an der Stelle jetzt machen? Seid ganz, ganz, ganz ehrlich jetzt. Ganz, 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 ganz ehrlich, Chat. Aber stopp, 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 stopp. Stopp, Chat. Stopp, wartet, 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 wartet. Lasst mich noch was dazu sagen. Moment. Denkt da dran oder habt im Kopf, dass ihr besessen von Sport seid. Und denkt da dran, dass das euer Ziel, euer Lebensziel ist, das zu schaffen. Nein, ich will eure Meinung wissen. Ich will von euch nur die Meinung wissen. Was würdet ihr machen? Noch ein paar Tage versuchen auszukurieren, aber nach 2-3 Tagen abbrechen und werden dann wieder fit. Okay. Der wird sich... Warte mal. Moment. Der wird sich auch nach den 4 Wochen wieder irgendwie verletzen. Das war zum Scheitern verurteilt, leider. Man kann mal so ein Ultramarathon machen und 102 Kilometer laufen, aber wenn man jeden Tag 50 macht, klappt das nicht über Monate. Okay. Ja, dann würde ich weitermachen. Bro, ist mir dann doch zu risikoreich. Aber Bruder, jetzt wenn Arda weitermacht, werden die Schaden noch größer, wenn es eher meine. Also ich gebe euch mal jetzt mein Call. Das war nicht der echte Haki. Ich gebe euch jetzt mal mein Call. Egal was ist, egal wie besessen ich von Sport bin, da darfst du nicht weitermachen. Da darfst du nicht weitermachen. Da muss man einfach eingestehen, dass diese Belastung jeden Tag 50 Kilometer, egal wie sehr du Sport liebst, da muss man einfach, du musst in diesen Momenten einfach Geduld haben. Einfach Geduld haben und es leider einfach akzeptieren. Stellt mal vor, das wird noch schlimmer, aber ich glaube auch nicht, wenn er 1-2 Wochen wartet. Ich sage nicht mal, nach 1-2 Wochen wird es wieder, der Druck und diese Schmerzen werden immer wieder kommen.
Und ich sage auch, dass das sonst viel, viel schlimmer wird. Und wenn er das wirklich als Ziel hat, dann muss er Geduld haben und das auskurieren und dann vielleicht das nochmal machen, aber vielleicht mit einem anderen Plan. Und es ist gar nicht schlimm, es ist gar nicht verwerflich, dass er jetzt abbrechen würde. Null. Niemand nimmt es ihm übel, außer die 12-Jährigen auf TikTok, sonst keiner. Es ist jetzt schon eine Mammutleistung, was Arda geschaffen hat. Das ist jetzt schon eine Mammutleistung. Wir sind alle stolz auf dich, Arda. Falls du diesen Ausschnitt siehst, was ich dir gerade sage, oder falls du die Reaction siehst, Bruder, bei Gott, wir sind alle stolz auf dich. Das, was du geschafft hast, hat in Deutschland noch niemand geschafft für mich. Es haben viele andere geschafft, glaube ich. Es gibt einen anderen, der auch sowas macht. Aber jetzt kannst du schon mehr als stolz auf dich sein. Und jeder, der hatet, jeder, der schlecht redet, der würde nicht mal einen Lauf schaffen. Von daher, Bruder, mach dir keinen Kopf. 700 Kilometer, geisteskrank. Helalsun, Bruder, richtig, richtig krass. Ich würde an seiner Stelle jetzt Pause machen, gucken, wie es in ein, zwei Wochen ist, eventuell noch einmal probieren. Und wenn es dann gar nicht geht, dann würde ich erstmal kurieren und dann vielleicht ein neues Ziel nehmen. Egal, wie sehr es dich in den Kopf stört. Ich weiß, Haki Abi, bin jetzt kurz drin, aber die härteste Challenge ist aktuell in seinem Kopf. Möge Allah ihm Kraft geben. Ja, safe. Aber du, also die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwo in Frankreich oder Spanien, dass das dann eine richtig schlimme Fraktur wird, die Wahrscheinlichkeit, die ist da. Fahrradfahren ginge, aber eben nicht, dann war's schon. Ja. Laufen geht halt, glaube ich, einfach nicht wegen diesem Druck. Bap, 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 bap. Covid, ja, Bruder, hast du recht. Vorbildfunktion auch vernünftig sein und Pause, ja, hast du vollkommen recht. Lass dir erstmal. Wieso, was ist mit den Kommis, Jane? Durch den Kopf gehen. Ich danke dir. Cool. Ich danke dir. Hey, bis dann. Ciao. Wie lange musst du was aushalten? Wie war das damals? 6 Monate, hat er gesagt. Oh, es tut mir richtig weh. Ich schwöre, es tut mir richtig weh. Richtig. Weil ich ganz genau weiß, was er da reinsteckt und wie er gebrochen im Kopf ist. Er hat gesagt, Wie lange musst du das aushalten? Oh, es tut mir richtig weh, ich schwöre. Es tut mir richtig leid für ihn. Ich schwöre auf alles. Crazy. Wie war das damals? 6? Weil ich weiß, wie krass. Ihr kennt Arda nicht. Ihr wisst nicht, was in seinem Kopf gerade vorgeht. Das ist das Problem. Boah. Scheiß mal auf Instagram, scheiß mal auf YouTube, scheiß mal auf diesen ganzen. Glaubt mir, Arda macht das nicht wegen Fame oder Aufmerksamkeit oder sonst irgendwas. Ich bin davon zu 1000% überzeugt. Er macht es auf gar keinen Fall. Also er macht das nicht deshalb. Wenn er Anerkennung bekommt dadurch und sowas, natürlich ist es schön. Aber ich sage euch, er macht das einfach nur für sich selber, weil das für ihn seine Legacy ist. Ich weiß das und ich bin davon überzeugt. Und deshalb tut es mir gerade so weh, das zu hören, weil ich ganz genau weiß, wie es ihn fertig macht in seinem Kopf. Monat hat er gesagt. Aber lieber, da hast du ja hoch ins Regal geküsst, würde ich sagen. Also du hast also eine Ermüdungsverletzung am Knochen. Das ist im Sportbereich. Natürlich, Icardi, Bruder, 100%. Ich denke das auch leider. Was ein Riesenproblem darstellt, da gibt es in Deutschland 4, 5 Ärzte, die da wirklich ausgewiesene Experten sind und
egal. Also ich kenne mich da ganz gut aus. Das heißt, dass ich leider aber auch sagen kann, mit der Diagnose kannst du und darfst du nicht weiterlaufen. Weil das Problem ist, wenn das macht keinen Sinn. Du jetzt den Knochen weiter belastest, an dieser Stelle der Knochen, da wo jetzt das Knochenödem ist und dieser... Ach, Diar. Hast du deinen Namen geändert, Bruder? Harris ist... dass der dann wirklich auch einbrechen oder brechen könnte. So wie eine Büroklammer. Wenn das passiert, wenn er brechen könnte, dann ist finito. Weil du immer an derselben Stelle biegst und biegst und biegst und irgendwann bricht diese Büroklammer, obwohl man eigentlich denkt, dass Metall ja nicht so einfach brechen kann. Einfach mittlerweile auf Krücken, ja. Abo Hunter, Bruder, ich hab keine Ahnung. Wir müssen einfach jetzt gucken, was er im Video sagt. So, heute sind wir in Hamburg. Heute haben wir hier einen Termin bekommen, wo noch bestimmte Tests gemacht werden können. Weil wir dort, wo wir waren, also in der französischen Grenze, haben wir keine Möglichkeiten gehabt, das checken zu lassen. Deswegen sind wir jetzt heute, also gestern Abend, kurzfristig nach Hamburg geflogen. Sami, schön gesagt, Bruder. Um das checken zu lassen und dann von hier fliegen wir dann wieder zurück an unseren Ursprungsort. Aber wie gesagt, heute kriegen wir dann die ganzen Auswertungen, Diagnose wahrscheinlich. Und dann haben wir auf jeden Fall mehr zu planen, wie man das dann weiter gestalten kann. Wie geht's dir? Ich hoffe auf gute Nachrichten. Hm. Aufgeregt. Schönes Wetter, ich will eigentlich nur laufen. Wir machen eine Blutabnahme, nehmen halt alle wichtigen Knochenparameter ab, weil die fehlen wirklich in der Tat bei dem Blutbild. Und das ist bei uns eine Kombination in der Phase jetzt aus einer Infusionstherapie mit zwei Stoffen, Hochdosis Vitamin C und MSM. MSM ist eine Schwefelkombination, die antientzündlich wirkt, also für die Gelenke ganz gut ist. Und Magnetfeld schon mal drauf machen, damit der Knochen einen Pusher kriegt. Und alles, was wir sonst machen, dann schaffen wir nicht in einem Tag, aber das ist so der Start, der ist ganz smooth und so. Und dann müssen wir in Berlin jemanden für dich suchen, oder wo du hingehst und die weitere Therapie machst, damit du das oder Saarbrücken auch besser. Dann muss ich mal gucken, wie wir da hinzunehmen. Ja. Also Flüssigkeit im Gelenk, ne? Das genau. Ist auch ein Zeichen, wo man sagen würde, da müssen wir auch auf den Knorpel genau gucken. Du hast Flüssigkeit nur im Gelenk, wenn der Knorpel leidet. Da ist am Hinterhorn vom Innenmeniskus hast du diese weiße Linie, siehst du die? Ja. Da sind wir ein bisschen, da werden wir nervös so ein bisschen, weil das so die erste Überlastungszeichen oder. Boah, aber es ist sehr deutlich, ja. Das sieht sehr deutlich aus, ja. Eine Verletzung vom Meniskus sein könnte. Das ist Bindegewebe unter der Haut. Hier siehst du schon Sehnen und Muskeln. Das ist ein kleines Gefäß. Und hier siehst du die Knochenoberfläche, ne? Und was wir immer machen, ist, wir screenen das so. Und das nee, ich kenne diese im Knie, weil er hat ja gerade Meniskus gesagt, Bruder, ich hatte ja Meniskus, Kreuzi. Und, ach egal, bringt nichts. Siehst du auch hier so ein bisschen Flüssigkeit schon am Knochen. Das heißt, wenn ich jetzt fester drauf drücke, wirst du das da spüren. Das zeigt, dass da, wenn du da einen Schmerz jetzt hast, dann kannst du mal gucken. Wenn ich jetzt auch sagst, dass du spürst, ne? Das passt. Das heißt, der alte Bluterguss, der ist da reingelaufen, wo vom Knochen kommt. Mhm. Auch meine Wade ist komplett fest. Ronaldinho Maestro, Dankeschön für 12, Bruder. Das merke ich. Ich merke allgemein hier in der ganzen Wadenmuskulatur ist allgemeine Spannung, also die Spannung drauf und es fühlt sich an wie so eine Entzündung. Also es ist irgendwie so
Ganz komischer Geschmack. Auf den Bauch. Ganz komischer. Das Ding? Das ist so Vorstufe Faser, was? Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Schmerz durch diesen Haares kommt. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil... Ja, pass auf, der Haar ist... Pass auf, das ist aber tückisch, das muss aufpassen. Der Schmerz des Knochens, ganz einfach zu testen, kannst du immer selbst testen. Ja. Du hast hier das Schienbein. Ja. Easy. Und damit kannst du, wenn er stark ist, schon mal rauskriegen, ob der auf dem Knochen was ist. Das ist der Haares. Hätte mich jetzt gewundert, wenn du gar nichts hast. Ne? Das ist der Haares. Und wenn dieser Schmerz, den du hier provozieren kannst, das ist für dich ein, da kannst du selbst testen, wie sich das entwickelt. Ne? Du hast halt jetzt eine frühe Stufe, wir gucken gleich mal. Und gerade wenn du so einen Fuß hast, der nicht das typische Hohlgewölbe hat, sondern eher in den Spreiz platt geht, dann läufst du ja ganz anders. Dann hast du viel stärkeren Impact auch auf die Knie, auf die Hüfte und so. Ne? Das ist die Gelenkflüssigkeit, die hast du schon so ein bisschen. Das heißt, wenn du jetzt hier mal ein Patient wirst, würde ich sagen, pass auf, einmal im Jahr kriegst du ein MRT. Wir gucken uns den dicken Knorpel an, der da drauf liegt, ob du irgendwo einen Knorpelschaden hast. Oder dann würde ich dir bei so einer hohen Belastung auch immer ein bisschen was ins Knie geben. Klingt gar nicht, aber glaube ich, Mohel, Bruder. Und so als Schutz. Wir müssen, da siehst du den weißen Streifen. Digga, ich sage halt, frühe Stufe, ja, es hört sich jetzt nicht so Dingste an, aber frühe Stufe heißt immer, dass die Stufe noch schlimmer werden kann. Weißt du, wie ich meine? Im Meniskus, jetzt von der Seite, eben haben wir den von hinten gesehen, jetzt ein bisschen von der Seite. Das ist nichts Dramatisches, aber das würde ich auf jeden Fall im Auge behalten. Vielleicht wirst du da nie ein Problem haben, aber das sind die typischen Stellen. Sonst sieht das alles super aus. Also bei der Belastung, die du machst, ist das adäquat, aber da wäre ich jetzt bei jemandem, wenn du jetzt einer meiner Spieler wärst oder so, dann würde ich sagen, pass auf, wir müssen was für dein Knie tun. Guck mal, da siehst du es in der Mitte von oben. Wir schneiden, also wir gucken von oben drauf. Siehst du in dem Knochen und du siehst das Helle da drin, das ist das Knochenödem hier. Also wenn er Ödem sagt, Ödem ist Katastrophe. Ödem ist sehr, sehr, also Ödem kann auch sehr, sehr, sehr hart sein. Und hier, das ist das Knochenödem und hier umherum siehst du die Flüssigkeit. Und wenn du drumherum Flüssigkeit hast, ist das so ein Zeichen dafür, dass es irgendwo vielleicht wirklich geblutet haben kann aus dem Knochen. Also lange Rede, kurzer Sinn, das Ding müssen wir ein bisschen respektieren. Und das ist 4 Wochen Minimum. Boah, 4 Wochen Minimum. Wir machen die Statik und wir machen die Knochenqualität. Und dann können wir morgen in Ruhe oder übermorgen in Ruhe telefonieren und dann können wir die nächsten Schritte planen. Du verlierst jetzt keine Zeit, das ist alles gut. Nicht so schlimm, wie ich erst dachte, aber schon so, dass man sagen muss, es ist ein valider Befund. Also das heißt, du hast das genauso. Ruhigstellung 4 Wochen, dann würde ich eine Kontrolle machen. Und in der Zwischenzeit plane ich für dich die Therapien und dann gucken wir, dass du die im Saarland halt machen kannst. Das sind jetzt alles gut, Peter. Elektrolyte oder was wird infusiert? Also genau, ja. Okay. Meinen Sie, da finden Sie eine Vene? Das ist ein Scherz gedacht? Ja, ja. Natürlich, gleich, ne? Das heißt, du bist definiert, Alter. Das sind ziemlich viele Röhrchen, die ich da jetzt brauche. Das dauert einen kleinen Moment, ne? Das dauert 20 Minuten und dann schaltet sich das automatisch aus, ne? Cyborg hat Wartungsarbeit. Zwisch wird neu geprüft. Cyborg, ne? Bisschen Ölwechsel und so. Ja. Wie fühlt sich das jetzt an? So ein bisschen so, ein bisschen Druck. Kann man gar nicht wieder beschreiben, das Gefühl. Voll komisch aber gerade. Ich habe in zwei Wochen 700 Kilometer gemacht. Jetzt liegen wir hier. Und in ein paar Wochen machen wir wieder rein. Kurzer Boxenstopp. Mein Arsch landet in der Ehe. Keine Ressourcen. Gehen wir zur Knochenvermessung, ne? Knochendichtevermessung. Ich weiß nicht, was er macht. Ich höre, der antwortet mir auch nicht richtig, was ich ihn aber auch null übel nehme. Ich glaube, der ist jetzt einfach mit sich selber beschäftigt. Der muss einfach mit sich selber klarkommen. Einfach das alles so ein bisschen realisieren und ein bisschen, keine Ahnung, ja, so halt.
Wie war? Okay. Größe 1,80, stimmt? Mhm. Ja. Dann hat es ein bisschen angefangen, am Fibula zu ziehen. Ja. Dadurch habe ich wahrscheinlich eine Schonhaltung eingenommen. Und ja. Ist das jetzt sehr schmerzhaft? Tickert, hat der. Kurz so zu stehen? Nee, passt gut. Hattest du sonst mal Verletzungen auf der Seite? Frühere Verletzungen? Auf der linken Seite? Ja. Nee. Was für ein Monster, Alter. Was für eine Maschine, ja. Einfach mal sehen, was für ein Arsch, Digga. Das ist doch verlaher, ja. Schmerzhaft? Ich merke, dass da so Wasser drin ist. So blockiert so ein bisschen mein Kniegelenk. Also es ist so, ja, es ist so steif einfach. Das ist so hier so den Kontakt zum Boden. Okay, das ist halt hier. Ist auch wenn man es durchlaufen lässt, ist das auch eigentlich auf beiden Seiten. Ist das auch wegen meinem Klappfuß? Ja. Ja. Aber was eigentlich ganz gut aussieht, ist, dass es nicht, es knickt jetzt nicht weg, sobald du aufstellst, also sobald der Fuß aufsetzt. Ne? Ist auch vom Laufbild her ein bisschen obeinig und so, aber alles nicht extrem auffällig, wo ich jetzt, wir haben natürlich nicht den schnellen Impact. Ne? So Leute, wir sind jetzt hier im Hotel wieder. Ich habe auf jeden Fall geduscht, weil ich habe gefühlt so viel geschwitzt heute. Ich die ganze Zeit mit den Krücken rumlaufen. Ja, gut, dass das hier in Hamburg geklappt hat, die Untersuchung. Weil in der französischen Grenze, wo wir jetzt morgen früh wieder hinfahren, haben wir die ganze Zeit keine Termine bekommen für halt die Untersuchung, die ihr heute gesehen habt. Genau, morgen früh geht es dann wieder zum Ort, wo wir aufgehört haben. Ich weiß zwar nicht, ob jetzt irgendwelche Untersuchungen noch irgendwie antreffen. Der Arzt wird sich eh bei uns melden. Vielleicht muss man dann vielleicht nochmal kurz einmal nach Hamburg kommen oder sowas. Oder woanders hinfahren. Aber davon gehe ich jetzt erstmal nicht aus. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen jetzt sehen noch. Sonntag kommt noch ein Video. Wo wir dann hoffentlich die Ergebnisse haben. Genau, wo wir dann konkret die Ergebnisse haben, wo ich dann euch dann wirklich auch sagen kann, wie jetzt was, wie genau weitergeht. Weil wir das euch ja natürlich auch alles zeigen wollen. Und ja, was soll ich jetzt sagen, ja? Ich gehe jetzt pennen. Wie ist denn so dein Gefühl jetzt erstmal so mit den Ergebnissen, was jetzt so rauskam? So? Was soll ich dir sagen? Man muss es irgendwie hinnehmen. Natürlich hat man sich anders vorgestellt alles. Ein bisschen. Mhm. Aber ja, Cyborgs geben nicht auf. Cyborgs finden Wege. Und wie gesagt, wir machen das Beste draus. Es ist, wie es ist. Und ja, wir warten jetzt auf die Ergebnisse. Und ja, mehr können wir jetzt eigentlich auch nicht machen. Also wir haben jetzt eigentlich alles gemacht, was wir hätten machen können. In der ersten Instanz. Und in der zweiten Runde werden wir dann sehen. Ich glaube, wir werden jetzt irgendwas essen noch. Irgendwas bestellen hier oder gibt es bestimmt irgendwas hier in der Nähe, ne? Ja, sonst Room Service und dann einfach, dass du pennst, Bein hoch. Ja, ja. Gut pennen und dann müssen wir noch Rückdings und so alles noch organisieren, wa? Ja. Aber kriegen wir alles hin. Super Sinis. Bis Sonntag. Ich weiß gar nicht, was man dazu sagen soll. Ja. Boah, ich finde gut geschrieben von Fritz Meinecke. Gut geschrieben. Liest euch mal seinen Kommentar durch in Ruhe.